Hallo, herzlich willkommen zu unserer Full-Body-Workout-Einheit. Das bedeutet, heute machen wir in weniger als 30 Minuten ein komplettes Ganzkörperprogramm. Die Übungen sind heute in unterschiedliche Blöcke aufgeteilt. Wir haben sogenannte Kraftblöcke und sogenannte Cardio-Blöcke. Die Intervalle sind diesmal unterschiedlich lang. Wir haben 50 und 10 Sekunden Einheiten und 10 und 20 Sekunden Einheiten im Tabata-Style, so wie ihr es schon kennt. Die Übungen, die meisten kennt ihr schon, die ihr noch nicht kennt, sind kein Problem. Die erklären sich eigentlich von allein und sonst zeige ich euch die Übungen jeweils vor dem Beginn der einzelnen Blöcke. Die Charlotte ist dabei, die Helen, mein Name ist Julia. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Warm-up. Kreist die Schulter nach hinten. Okay, konzentriert euch jetzt. 28 Minuten Arbeit, 28 Minuten für ein komplettes Ganzkörper-Workout. Schultern weit nach hinten kreisen, versucht die Kreise ein bisschen größer zu machen. Auch bewusst zu atmen, die Lunge nochmal mit Sauerstoff zu füllen. Kreisen nochmal nach vorne. Schultern warm werden. Beginnt den Rumpf zu drehen. Muskulatur lockern. Fokussieren und sich konzentrieren auf unsere Workout-Einheit. Impuls ein bisschen nach oben zu bringen und den Stoffwechsel auf die Übung vorzubereiten, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Seilspringen. Hier in unserem imaginären Seil. Dem kann ich auch besonders viele Tricks. Geht auch nie schief. Okay. Jetzt geht es nur darum, dass die Muskeln ein bisschen vorbereitet werden, gelockert sind. Ihr könnt auch das Seil wegschmeißen und die Handgelenke ein bisschen aufwärmen. Okay, ganz wichtig. Wenn ihr das Workout heute das erste Mal macht, konzentriert euch zunächst auf die Ausführung der Übung. Die zeige ich euch, während wir schon im Intervall sind. Und beim nächsten Mal, wenn ihr das Workout dann schon ein bisschen kennt, könnt ihr ein bisschen mehr Power geben und die Übungen richtig durchziehen. Okay, wir machen noch ein bisschen Grätschen auf und zu. Die Arme mit. Ganz locker. Noch sind wir nicht im Cardio-Intervall. Kommt nochmal ins Shuffle. Auch hier nimmst du die Arme mit. Full Body, der ganze Körper wird aufgewärmt. Okay, mach die Shuffles kleiner. Das leichte Hopsen. Okay, komm runter. Schütteln nochmal aus. Konzentrieren uns nochmal, bereiten uns nochmal vor auf unsere komplette Ganzkörpereinheit. In weniger als 30 Minuten sind wir durch und haben den ganzen Körper trainiert. Nach unten. Noch zweimal einatmen. Fest durch die Nase. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal. Okay, alles um uns herum vergessen. Jetzt geht's um uns. Jetzt geht's um unseren Körper, unsere Gesundheit und unsere Fitness. Okay, wir starten mit unserem ersten Block. Das ist der Beinblock. Wir arbeiten also zunächst für unsere Beine. Zwei Übungen, vier Runden. Also jede Übung einmal 2x50 Sekunden. Ich würde sagen, ich starte den Timer, oder? Wir haben noch 10 Sekunden Zeit. In der Zeit zeige ich euch schon mal die Übung. Zack, los geht's. Die erste Übung, ein tiefer Squat und drehen zur jeweiligen anderen Seite. Die Knie nach oben. Wir starten, los geht's. Tief nach unten, drehen. Tief nach unten, drehen. Tief, dreh dich. Versuch, Stabilität reinzubringen und den Po ganz weit nach unten zu bringen. Wichtig ist, dass der Oberkörper gerade bleibt, der Bauch angespannt und jetzt kommt's. Du sollst den ganzen Körper drehen. Nicht einfach nur die Arme zur Seite, sondern bewusst den Rumpf und die Schultern rüberdrehen. Okay? Und noch 25 Sekunden. Wir können ein bisschen mehr powern. Ausatmen. Stell dir vor, du drehst, hast deinen Ball zwischen den Händen und drehst bewusst mit. Knie zeigen nach außen. Drehen. Noch 5 Sekunden. Tief. Okay, stopp. Kurze Pause. Ich zeige euch die nächste Übung. Wir machen einen Lunge nach hinten und einen Sprung nach vorne, indem wir das Knie nach oben bringen. Heute bleiben wir erstmal nur auf der einen Seite. In der nächsten Runde machen wir die andere Seite. Los geht's. Tief nach unten. Es geht jetzt hier nicht um Geschwindigkeit, sondern über Kontrolle. Der Cardio-Block kommt als nächstes. Tief nach unten, kleiner Hopser. Bewusst nach unten arbeiten. Ich zeige es euch nochmal von der Seite. Weit nach unten.
Knie geht Richtung Boden. Das andere Knie bleibt über dem Sprunggelenk, nicht über die Zehen. Oberkörper bleibt aufrecht. Nach unten, Sprung nach oben. Bleib auf der einen Seite. Noch 15 Sekunden. Langsam solltet ihr es im Oberschenkel spüren. Genau, super. Am besten wäre es, wenn ihr kleine blaue Flecken auf den Kniescheiben bekommt, dann wart ihr nämlich tief genug. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Wir machen das Ganze nochmal. Okay? Zunächst die Sumo Squats mit dem Drehen und als nächstes die Lunges mit dem Knee Tuck. Let's go. Auf geht's. Tief nach unten. Rüber. Tief nach unten. Auf geht's. Bewusst arbeiten. Sauber arbeiten. Bauch anspannen. Atmen kontrollieren. Ordentlich, komm. Dreh den ganzen Rumpf, dreh den ganzen Oberkörper und geh so tief du kannst. Ein bisschen mehr, 1 Zentimeter mehr und du hast schon ein bisschen mehr rausgeholt. Bei der Helen sieht es jetzt total gut. Die geht super, super tief und arbeitet natürlich total in ihre Po-Muskulatur. Super, Helen. Okay, letzten 15 Sekunden. 10. 5. Noch 2. Puh, okay. Letzte Minute in unserem Kraftblock für die Beine. Bring das andere Bein jetzt nach hinten und zieh nach vorne raus, okay? Ein Lunge nach vorne ziehen. 50 Sekunden, go. Tief nach unten. Stabilisier dich. Super Übung auch für die Unterschenkel, für die Waden. Mir reicht ein ganz kleiner Sprung. Muss nicht hoch sein. Lieber explosiv das Knie nach oben ziehen. Nimm die Arme mit. Stabilisier dich auch über den Rumpf. Spann den Bauch an. Full Body, ganzer Körper wird trainiert. Weit nach hinten kommen. Tief nach unten. Im besten Fall berührt das Kniegelenk den Boden. Komm. Sauber. Wir haben noch 15 Sekunden. Power up. Noch ein bisschen mehr. Achtung, gleich geht's direkt in unsere Cardio-Einheit. Das heißt, wir haben 10 Sekunden und dann machen wir kurze Tabata-Intervalle. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Ja? Erste Übung, Jump Lunge. Huhu, nach der Übung wird es natürlich anstrengend. Versucht tief zu gehen. 20 Sekunden. Let's go. Auch der Cardio-Block ist 4 Minuten lang. Das heißt, wir machen jede Übung. Geh mal auf geht's. Tief nach unten. Tief nach unten. Noch 10 Sekunden. Komm, Power durch. Puh. Kurz atmen. Mountain Climber. Die Übung kennt ihr schon. Komm nach unten. Zieh die Knie abwechselnd Richtung Brust. In 2, 1, let's go. 20 Sekunden Belastung. Tabata-Intervall, komm. So schnell du kannst, aber noch sauber arbeiten. Handgelenke, Ellbogengelenke und Schultern übereinander in einer Linie. Versuch den Rücken gerade zu lassen. Super Mädels. Schaut gut aus, gell? Nicht schlecht. 10 Sekunden haben wir noch. Ah, schon Pause. Mann. Geht wieder nach oben. Jump Lunge. Nächste Einheit. Los geht's. Die Übungen im Cardio-Teil sind bewusst einfach gehalten, aber super effektiv. Okay. Konzentration jetzt auf den Puls. Die Herzfrequenz geht nach oben. Stoffwechsel. Der kommt gleich mit. Mehr. Zieh an. Okay. Pause. Abwärts. Mountain Climber. Zweite Runde. Nicht aufgeben. Los. Zieh. So schnell du kannst. Komm. Komm. Zieh. Zieh. Lass das Becken stabil. Den Rücken gerade. 8 Sekunden noch. Oho, nicht aufhören, nicht aufhören. Okay. Hälfte ist geschafft von unserem Cardio-Block. Tief durchatmen. Let's go. Jump Lunge. Hey, wenn es wirklich nicht mehr geht und nur dann könnt ihr die Option nutzen. Schritt nach vorn, zurück, Schritt nach vorn. Bitte, macht irgendwas, hüpft, springt, aber hört nicht auf. Okay? 3 Sekunden noch, 2 Sekunden,
Puh. Pause. Geht's nochmal abwärts. Den höchsten Mountain legt man nur, indem man nach unten geht. Los, auf. Super effektives Training für den Rumpf, für den Po, für die Ober- und Unterschenkel. Atmen nicht vergessen, nicht die Luft anhalten. Noch 5 Sekunden. Oh. Wir müssen noch mal ran. Auf geht's. Durchhalten. Könnt ihr noch? Es muss gehen. Muss gehen. No pain, no gain. Auf geht's. Das, was du reinsteckst, bekommst du auch raus. Und deswegen geben wir jetzt alles. Denk dran, weniger als eine halbe Stunde und du hast deinen kompletten Körper trainiert und eine Cardio-Einheit auch noch reingeschoben. Eigentlich Wahnsinn. Oh. Letzte Pause. Bereit? Einmal müssen wir noch Mountain Climb. Okay, 20 Sekunden. Power. Jetzt Power. Komm, komm. Zieh an, zieh an. Richtig treten, richtig treten. Ihr müsst den Berg hinauf, ganz nach oben. Okay, 10 Sekunden. Power, Power. Power, Power. Das Gute ist, wir sind schon unten. Und zwar, weil jetzt als allernächstes die Baucheinheit kommt. Wir sind wieder im neuen Block, im Kraftblock für den Bauch. Leg dich nach unten, wir machen Full Extensions. Bedeutet, streckst dich komplett gerade, ziehst dich komplett rein. Bereit? In deinem Tempo? Let's go. Versuch, die Außenseite der Füße zu berühren. Die Arme komplett nach hinten zu nehmen. Und wenn es super geht, die Schultern und die Beine nicht abzulegen. Das ist aber dann schon richtig für Profis. Wir haben noch 30 Sekunden. Trainier den Bauch. Kämpf dich durch. Atme bewusst aus, wenn du zusammengehst, okay? Hier kommt es nicht auf Tempo an. Tempo will ich von euch in den Cardio-Blöcken. Jetzt im Kraftblock. Saubere Ausführung. Ordentliche Übungen. Und die Qualität, die zählt jetzt. Mädels, könnt ihr noch? Nächste Übung. Lass die Knie zusammen und versuche, die Außenseiten der Füße zu berühren. Okay? Ideal wäre, wenn du dazwischen deine Beine streckst und zusammenziehst. Du bleibst immer auf deinem Sitzbein. Okay? Los geht's. Ziehen. Ziehen. Versuch, die Knie zusammenzulassen. Die Sprunggelenke und die Knie sind aneinander getackert. Du spürst es hier in der Vorderseite der Oberschenkel und in der unteren Bauchmuskulatur. Auch hier Tempo, nicht das Wichtigste, Qualität zählt. Wir haben noch 28 Sekunden. Zieh. Nicht absetzen, nicht absetzen, nicht in den letzten 20 Sekunden. Komm, versuch's, versuch's. 15 Sekunden, Mädels, nicht aufhören. Ich weiß, jetzt wird es wirklich schwer. Ihr habt es geschafft. 10 Sekunden Pause und wir machen beide Übungen nochmal. Wir starten mit den Full Extensions. Nach hinten, versucht die Schultern und die Beine vom Boden wegzulassen. Los geht's. Jetzt solltet ihr spüren, was ihr tut. Bewusst atmen, sauber arbeiten. Nicht die Luft anhalten, sonst kriegt ihr noch Seitenstechen oder Krämpfe. Wenn es gar nicht mehr geht, legt ihr die Hände und die Füße ab und versucht noch 2, 3 Wiederholungen einzuschieben. Jede einzelne Wiederholung zählt. Und das ist das, was ihr euch einfach bewusst machen müsst. Okay? Wenn ihr das Workout das nächste Mal nochmal macht, macht ihr noch 1 oder vielleicht sogar 2 mehr. Okay? Mädels, ich weiß, jetzt wird es knackig. Jetzt ziehen wir es durch. Komm. Noch 8 Sekunden. 2 Stück gehen noch. Letzte Übung. Die Ankle Touch. Komm nach oben. Ready? Los geht's. Zieh die Fersen zu dir und komm mit der Hand in Richtung der Beine und in Richtung der Füße. Versuch aber bewusst, dich zusammen und auseinander zu schieben. Okay, spann den Bauch an. Super Übung für die seitliche Bauchmuskulatur.
Jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Nicht aufhören. Durchziehen. Komm, Helen. Komm schon, Leute. Morgen. Sozusagen der Dank. Okay. Full Body heißt, wir trainieren den ganzen Körper. Hör nicht auf. Die letzten 10 Sekunden. Wenn wir das haben, noch 5 Sekunden, geht's gleich wieder in unsere Cardio, in unseren Cardio-Block. Noch 2, ich zeige euch die Übungen. Kommt nach oben. Double Leg Cross Jump. Bedeutet, ihr springt einfach nur hinher wie ein Skifahrer. Schaffen, oder? Beine zusammen. Ich würde sagen, Piste ist freigegeben. Let's go. Versuch die Knie locker zu lassen, nicht die Beine komplett durchzustrecken und nimm die Arme mit. Ganz wichtig, lass die Beine und die Knie zusammen. Ja, wedeln, wie beim Skifahren. Stopp. Nächste Übung. Ein halber Burpee bedeutet, wir gehen nur nach unten, springen in die Planke, zurück und einen Sprung nach oben. Okay, so viel ihr schafft in 20 Sekunden. Let's go. Hoch. Hoch. Wenn du in die Planke springst, versuch sauber zu arbeiten, dich nicht durchhängen zu lassen, okay? Hier, Bauch anspannen. Ich weiß, der tut jetzt weh, aber sonst wäre es kein Ganzkörper-Workout. Wir ziehen es jetzt richtig durch und geben nochmal Vollgas. Auf geht's. Der kleine Sprung. Noch 3. Puh. Okay. Durchatmen. Pause. Okay, Double Leg Cross Jump, let's go. Zieh an, zieh an. Yes, bisschen schneller noch. Okay, stopp. Pause. Die Burpees, könnt jetzt sagen, es sind nur halbe, aber das wäre, glaube ich, gemein. Okay, Mädels bereit, let's go. Tief nach unten, nach oben, Einsprung. Tief nach unten. Hey, wenn es bei euch gar nicht mehr geht, dann steigt nach hinten. Hüpft von mir ist nur einen halben Zentimeter, aber tut irgendwas. Kardioeinheit, der Puls muss hoch. Wir müssen schwitzen, okay? Noch 3 Sekunden. Stopp. Den machen wir noch fertig. Super. Atmen. Double Leg Cross Jump. Ski angezogen. Let's go. Lass die Beine zusammen, lass die Knie zusammen. Stell's dir vor. Du wählst nach unten. 10 Sekunden. Komm, komm. Fünf. Oh, okay. Fühlen sich deine Beine auch an wie Gummibärchen? Meine auch. Okay. Burpee. Ready? Egal, es geht weiter. Los. Zieh nach unten, nach oben. Versuch, die Halswirbelsäule in Verlängerung zur Brustwirbelsäule zu lassen und nicht einen runden Rücken zu machen, wenn du springst. Ist nicht mehr lang, Mädels. Hoch, komm. Jeder einzelne zählt. Jeder einzelne Burpee zählt heute zu unserem Endergebnis. Total Body Workout. Okay. Fest durchatmen. Letztes Mal. Okay, Mädels, schwarze Piste, speed up. Komm, komm, zieh durch, zieh, zieh. Auf geht's, schneller. Da sind wir unten angekommen. Okay. Let's go. Die letzten Burpees. Nach oben. Hey, versucht jetzt nochmal. Bisschen mehr zu geben, bisschen mehr nach oben zu springen. Wir sind im Cardio-Block, okay? Das soll anstrengend sein und das ist es auch, ich weiß. Aber jetzt noch ein letztes Mal, 5 Sekunden. 2 noch, komm, 2 gehen noch. Und ein letzter. Nächster Block, Power. Wir machen Arme. Ich zeige euch die erste Übung, diagonaler Push-Up. Der Push-Up ist nicht auf derselben Höhe, die Arme, sondern ein Arm ist vorne, ein Arm ist hinten. 50 Sekunden Arbeit. Los geht's. Versuch so viele du kannst, wechsel die Seite, im Stehen zu machen. Das bedeutet, die Knie vom Boden nach oben weg, tief nach unten. Atmen. Atmen. Okay. Und
30 Sekunden. Wenn es gar nicht mehr geht, dürft ihr die Knie ablegen. Aber nehmt es euch vor, dass ihr das Bodyworkout so oft macht, bis ihr es schafft, 50 Sekunden lang die Liegestütze mit erhobenen Knien zu schaffen. Okay. Super wichtige Übung, weil ganz unterschiedliche Gruppen angepeilt werden mit den Übungen, weil die Arme nicht gleich sind. Okay, noch 5 Sekunden. 2 gehen noch. Nächste Übung. Ein W-to-V-Push-Up. Ein W mit euren Händen formen, eine Liegestütze und danach bringen wir die Fingerspitzen zusammen und machen ein V-Liegestütz, okay? Ganz langsam, ein W, tief nach unten, nehme die Finger zusammen, forme ein umgedrehtes V und mache eine Liegestütze. Wieder nach außen, ganz sauber arbeiten. Es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht um Kontrolle und Qualität der Übung. Wir trainieren mit der einen Übung, dem einen Liegestütz mehr die Brustmuskulatur und den Bizeps und mit dem anderen geht es auf die Hinterseite der Arme, auf den Trizeps. Jedes 15 Sekunden noch, jede einzelne zählt. Okay, konzentrier dich, arbeite sauber und bewusst. 5 Sekunden, tief nach unten. Okay. 10 Sekunden Pause, wir machen den ganzen Armblock noch einmal. Das bedeutet nochmal die diagonalen Liegestütze und dann nochmal die W zur V. Bereit? Letzte Einheit für die Arme. Full Body, let's go. Je größer du den Abstand wählst, desto schwieriger wird die Übung, desto effektiver aber auch. Okay. Mir reicht's auch schon, wenn du nur ein paar Zentimeter nach unten gehst. Hauptsache, du versuchst es. Du gibst nicht auf, gibst nicht zu früh auf und versuchst wirklich ans Limit zu gehen. Ich weiß, dass es anstrengend ist und ich weiß, dass die Arme zittern, aber jetzt müssen wir es einfach durchziehen. 28 Minuten. Das ist echt nicht lang. Okay. 20 Sekunden haben wir noch. Im diagonalen Push-Up. Atmen. Eine noch. 10 Sekunden Pause. Handgelenke ausschütteln. W zum V. Letzter Teil in der Armeinheit. Schaffen wir. Okay. Mädels, das schaffen wir jetzt zusammen. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam durchs Ziel. Los. Ein V. Ziel ist es, so tief wie möglich zu kommen und dabei noch eine gute Form zu bewahren. Bedeutet, das Becken geht nicht zu hoch und nicht zu tief. Dein ganzer Rücken und deine Beine sind eine Einheit, eine Länge auf einer Ebene. Okay? Wir haben noch 25 Sekunden, die Hälfte ist geschafft. W. V. W. Die Mädels machen noch fertig. Ich sage euch, was wir als nächstes machen, nämlich den allerletzten Cardio-Block. Das heißt, noch 6-mal ganz tapfer sein. Ganz einfach Übungen. Tiny Runs und Side-Jump-Squats. Zeige ich euch währenddessen. Okay. Tiny Runs kennen wir aus den anderen Einheiten. Versuch die Knie so schnell, so du kannst, so hoch wie möglich zu bringen. Full Power, 20 Sekunden. Oh, let's go, komm. Ich weiß, jetzt ist es anstrengend und ich weiß, jetzt zieht es wirklich rein. Aber genau jetzt zählt es auch, weil jetzt beginnt die Arbeit. Komm, auf geht's. Noch 5. Ah, zieh an. Cardio. Okay, 10 Sekunden Pause, ich zeige euch die nächste Übung. Side-Jump-Squat. Ein Squat, ein Sprung. Ein Squat, ein Sprung. Ja, 20 Sekunden. Da geht's los. Tief nach unten. Versuche, das Gewicht auf beide Beine zu bringen. Und das zählt nicht. Ja, ihr müsst nach unten. Bringt den Po Richtung Boden. Noch eine Sekunde. Stopp. 10 Sekunden Pause. Dann geht's wieder in die High Knee Runs. Unser letzter Cardio-Block, okay? Es ist nicht mehr lang. Aber das müssen wir jetzt noch Gas geben. Und durchziehen. Los geht's. High Knee Runs. Auf geht's. Mädels, komm. Hochziehen. Yes! Wow! Okay, versuch richtig zu prellen. Nach oben. Spann den Bauch an. Zieh die Knie nach oben. Nach oben. Komm. 5. Woo!
10 Sekunden Pause. Zeit, Jump Squat. Hier rüber starten wir. In 3, 2, 1. Los. Mach eine fließende Bewegung draus. Und versuch mit dem Po nach unten zu gehen. Ich weiß, jetzt tut's weh. Aber jetzt zählt's. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ihr morgen die Treppen rückwärts runtergehen müsst. Das könnte natürlich passieren. Okay, Helen geht noch. Charlotte, wie schaut's aus? Ist noch dabei, oder? Okay, ihr dürft mich jetzt auch nicht im Stich lassen. Letzte Mal. Cardio, let's go. 20 Sekunden Heini. Über die Hälfte des letzten Cardio-Blocks ist geschafft. Nicht mehr weit. Komm, komm. Zieh an, zieh an, zieh an, zieh an, zieh an. Wow. Oh, Wahnsinn. Mädels, ihr seid ja Wahnsinn. Okay. Side Jump Squat. Bin bereit. Ihr auch. Tief nach unten. Lasst den Puls oben. Los geht's. Und ein bisschen höher. Und ein bisschen tiefer. Letzte Cardio Block. In diesem kompletten Ganzkörper-Workout. Jetzt zählt und die letzte. Okay, atmen. Geht noch. Letztes Mal. Vollgas. Heini Run. Komm. Okay, aber jetzt will ich, dass ihr absolut Speed gebt. Absolut. Trippeln. Den Bodenkontakt komplett verkürzen. Die Zeit schneller. Wow! Helen, Wahnsinn, komm. Zieh an, zieh an, zieh an, zieh an. Komm, 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 komm. Super, super, Power, Power, Power. Oh, es ist der Sinn, dass du dich komplett verausgabst in diesen kurzen, knackigen Tabata-Intervallen. Letztes Intervall, letztes Mal Cardio. Einmal noch, Vollgas, los. Gleich habt ihr es geschafft. Es ist nicht mehr weit. Bisschen höher und ein bisschen tiefer. Komm. Nicht mehr weit. Der letzte Block ist eine Mischung aus Kraft und Stretching. Ist auch gleichzeitig unser Cooldown. Puh. Okay, geschafft. Erste Übung. Komm nach unten, ich zeig's euch. Von der Seite in die Planke. Halte die Planke kurz und komm in einen Seitstütz. Atme bewusst. Wisst ihr was? Habt's schon geschafft. Die letzten 4 Minuten. Power und Stretch. Zum Runterkommen, aber gleichzeitig nochmal um den ganzen Körper zu kräftigen und vor allem noch ein paar Stützpositionen zu halten. Dann noch 20 Sekunden. Versucht die Halteeinheiten ungefähr gleich zu gestalten. Jede Übung machen wir diesmal nur einmal. Das heißt, wir machen 4 verschiedene Übungen. Mischung aus Dehnen und Kraft. Und noch 5, 4. Einmal noch. Atmen. Okay. Nächste Übung, komm nach oben. Letztes Mal in die Lunge-Position. Ganz kleine, pulsierende Bewegungen. Bleib tief unten. Okay. Schau, dass beide Knie nach vorne zeigen. Dass die Knie nicht über die Zehenspitzen gehen. Der Oberkörper aufrecht. Nach der Hälfte der Zeit wechseln wir das Bein. Versucht ganz kleine, fließende Bewegungen zu machen. Sei stolz. Okay. Komm nach oben. Wechsel das Bein. Richtig nochmal auf. Becken nach vorn schieben. Ganz kleine, pulsierende Bewegungen. Trotzdem stabil. Dann den Bauch an. Hat viel gearbeitet. 10 Sekunden. Nochmal genießen. Fünf, 4, 3, 2, 1. Okay. Als nächstes noch eine Dehnübung für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ideal wäre es, wenn du deine Beine zusammenbringst. Wenn es nicht ganz geht, bring sie nach außen. Versuch jetzt die Handflächen auf den Boden zu bringen und krabbel ganz langsam nach vorne. Übung nennt sich Inchworm, weil du wie eine Raupe nach vorne und zurück gehst. Wichtig ist, dass die Beine, kurz die Arme nach oben, in der ganzen Zeit gestreckt sind. Okay, versuch, die Knie nicht zu beugen.
kurz in eine saubere Planke und langsam wieder zurück. Noch 25 Sekunden. Ein bisschen schwerer ist es, wenn du die Beine zusammennimmst. Und zurück. Du solltest die Dehnung an den hinteren Seiten der Oberschenkel und auch der Unterschenkel spüren. 10 Sekunden noch. Zurück ganz langsam. Bewusst arbeiten und komm nach oben. Allerletzte Übung. Total Body. Unglaublich. Ein Lunge. Komm nach unten. Der Arm, der außen ist, den hebst du nach oben. Kurz die Position halten. Zurück mit dem anderen Bein wie ein Frosch und das andere Bein setzt du nach hinten. Position halten, bewusst atmen, lass den Po tief, noch 30 Sekunden in unserer allerletzten Übung, in unserem Ganzkörper-Workout. Tief nach oben. Die Pause habt ihr euch jetzt sicher verdient. Letztes Mal noch zur anderen Seite. Halte die Position. Komm nach unten. Komm mal in die Planke. Zurück. Richte dich langsam auf, Wirbel für Wirbel aufrollen. Schultern zurück. Wenn jetzt der ganze Körper zittert, alle Muskeln unter Spannung sind, dann habt ihr es genau richtig gemacht. Atmet mit mir, mit der Helen und mit der Charlotte noch einmal fest ein. Und aus. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Und ein letztes Mal ein. Und aus. Das war unser komplettes Ganzkörper-Workout in weniger als 30 Minuten. Ihr wart super. Richtig gut gemacht. Cool. Ciao.